Hallo Freunde, herzlich willkommen zu Star Control Origins. Wir sind bei den Messards. Messards heißen sie. Messards. Und da haben wir quasi sie nicht zum. Ja, sie kämpfen zwar nicht an unserer Seite, noch nicht, vielleicht kommt es noch, aber sie greifen uns wenigstens nichts an. Und vielleicht, ja, wie gesagt, vielleicht helfen sie uns irgendwann mal. Aber da würde ich ganz gern nochmal mit denen reden. Um zu fragen. Dialog Objective Statement with Supplemental Information Exchange Authorization Form following process. Ja, das ist nett. Wie geht es euch, Lelani? We are still considering the implications of what you have provided to us. Please, human, give us more time. Natürlich, natürlich. Wir fordern Informationen an. Welcome, returning Lev to visiting scholar. What information do you require? So, Scryfe. Warum ist das Scryfe feindlich gesinnt? Hatten wir das schon? Bin gar nicht sicher. Machen wir nochmal. In 13098 ME, the Scryfe decided that introducing juvenile species to the concept of civilization posed risk to the Empire. While evaluating a new candidate for a ward species, the primitive aliens lashed out at the Scryfe, resulting in several Scryfe deaths. Young aliens do not comprehend the gravity of the crime. We will explain. Through their mastery of genetic technology, the Scryfe have an almost unlimited natural lifespan. This great achievement, gained long ago, would eventually remove the need for reproduction. And ultimately, the ability. Consequently, the death of a Scryfe is a tragedy beyond imagination. The offending aliens were obliterated, their homeworld turned to a pile of rubble loosely held together by gravity. And the act of youthful aggression was passed. This stopped the cycle of new ward species being added to the Empire. Since then, all unknown species are to be considered juvenile. Hence, the Scryfe and all ward species are required to attack you and ignore all mewling and slash or begging. Ja, ich glaube, wir hatten schon mal, aber ich habe mich nicht mehr so richtig dran erinnert. Macht auf jeden Fall Sinn. Approximately 20 most exist, but we have extensive record. Who do you so, wish to know about? Taiwan, okay, hatten wir schon. Which ones? Da, die hier. Genau, das sind die. Die sind neu drin. Die hatten wir noch nicht. Sentient Species Level A9. First contact with Scryfe 12862 ME. Subsumed into Scryfe Empire 12862 ME. Highly intelligent, sophisticated culture which includes a significant amount of ritualized cannibalism. Since receiving the gift of light from the Scryfe, the famished have ended this barbarous practice. The native famished artistic style was especially admired by the Scryfe during the 12860s and became quite trendy throughout Scryfe space, now seen as somewhat dated. Okay, das war's oder gibt's sonst noch was? Sentient species level A, highly intelligent. The native famished ja, okay. Artist. Which ones? What information do you require? Do you need anything else? This is not please fill out form LL. So, das hatten wir alles schon. Ja gut, bisschen was erfahren haben wir, aber nicht wirklich, was uns hilft. Lass uns mal, wie ich es beim letzten Mal gesagt habe, nach Gamma's Beisa gehen. Das ist die Heimatwelt der Menkmak. Mit denen haben wir ja schon Kontakt geschlossen gehabt. Da suchen wir jetzt mal die Heimatwelt auf und dann schauen wir mal, wie es da weitergeht bei denen. Vielleicht können wir mit denen ja eine schöne Allianz schließen. Vor allem hätten wir ja einen Unterhaltner eigentlich auch da im Dings. So. Der Alte? Müssen wir da hin?
Gorax-Verfolger? Das sind nicht die Menkmark. Okay, ja, das war nicht die Menkmark. Wieso steht das dann falsch hier drin? Das ist Gregorx Schwarm. Ich bin ganz ehrlich gesagt ein ganz kleines bisschen verwirrt. No one can talk to those space fish, Captain. But I've always thought that there were patterns in their singing. I think we might be able to rig up a translation system if we can gather some more data. If we could get in 3 more conversations with them, that should be enough. Ja doch, guck mal da, whatever Mank mag, da haben wir was. Captain, we've received a message from the Mankmak homeworld. Apparently due to space beast related circumstances, they have had to relocate. We can now find them in the Pi 3 Orionis system. Okay, ich hoffe, das steht jetzt noch irgendwo drin. Ausländisches Leuchtfeuer. Schauen wir uns das mal an. Das erklärt auch, warum diese Heimatwelt. Was ist denn? Warum diese Heimatwelt nicht in ihrem Bereich drin liegt. Weil sie da nicht mehr leben. Captain, we've received a message from the Mankmak homeworld. Apparently due to space beast related circumstances, they have had to relocate. We can now find them in the Pi 3 Orionis system. Na, das ist nur dasselbe. Das ist nur dieses Dings. Okay. Wow, was ist das hier? Gregorix, das ist das Gregorix-System hier. Wieder eine neue Rasse. Die haben ein relativ großes Gebiet. Ah. Und das da ist das Gebiet von den Famsis. Okay. Alles klar. Sollen wir mal von den Dings jetzt noch weitere 3 Gespräche machen? Wie er gesagt hat. Vielleicht hilft es ja, dass wir da weiterkommen. Gregorix Sprachsarten. Okay. Genau, ich wollte eigentlich da noch was schauen. Steht es unter Ziele vielleicht drin? Mankmak Heimatwelt? Ja, da wollten wir eigentlich hin. Mauling geht's, Tandrels, Famat Heimatwelt. Ja, sammle Informationen über die Galaxie von den Gregorix um den Alten herum. Aha. Frage die Bewohner der Famat Heimatwelt. Ja, klar, das müssen wir noch machen. Sammle Übersetzungsdaten, in denen du die seltsamen Weltraumfrischen sprichst. Ja, da sind wir gerade dabei. Ach, das ist wieder ein Syndikat-Dings. I have a message. If you survive this encounter, you should speak with my boss at Alpha Tria B. You won't, though. So, engaging now. Moment, das konnte ich jetzt nicht nachlesen. Ja. Ich hoffe, ich kann jetzt nochmal nachlesen, wo das genau sein sollte. Wow, wir haben einen Teleporter. Nee, ein Verhüllungsgerät ist das. Wie geil. Und das war ein Volltreffer. Okay, eine neue Quest. Wir sollen mit denen Syndikat, wenn wir das überleben, das werden wir, sollen wir mit denen auf ihrer Welt reden, wo ihre Basis wahrscheinlich ist. Okay. Da bin ich auch mal gespannt, was da kommt. Ja, ich habe es ja aufgenommen. Das heißt, ich kann es nochmal nachschauen oder Welt ist, falls es nirgends mehr wo steht. Yay. Ziele.
Mac Mauling, Central, Sammelinformationen. Sammel. Ja, hier. Die Angriffe der Söldner. Alpha. Via. B. Den Boss der Söldner treffen. Okay, da bin ich mal gespannt. Weitere Daten. Sammel mal weitere Daten über diese Weltraumfischer. Das ist so krass. So, ich glaube zweimal. Jetzt müssen wir noch einmal, müssen wir das noch machen, oder? Ja, es sollten jetzt genug Daten sein. Wer ist der Alter? The Ancient One is our home, our cradle, our best friend. Gaze upon his form and feel awe, Metal Vessel! That is no moon. That is the Ancient One. He is a living being. We love him and care for him. And he in turn ignores us and sometimes accidentally eats us. Natürlich versehentlich. Please, Metal Vessel, don't embarrass yourself. He cannot hear your song. Enough preamble. What do you want, Metal Vessel? Erzählt uns von euch. Erzählt uns mehr von euch. Metal vessels place a different value on information than we do. They use it as a trick, as a ploy, as a weapon. We will sing you only a portion of our greatest harmonies. Okay, erzählt mir was über den Alten. Yes, we love the Ancient One, and we love singing about the Ancient One. Woher stammt der Alter? The past. The answer is glib, but it is the truest possible answer. There is no way to know. Okay. Und was ist der Alter? The Ancient One absorbs most of his energy directly from the closest solar body through various photosynthetic processes. He must also consume a steady portion of nutrients, typically from the atmosphere of rocky worlds. We seek out suitable worlds and direct him to those to feed. Okay, und warum liebt er den Alten? He is our home and our food source. For long, we did not understand him as anything more. But we grew stronger and wiser. We circumnavigated him. Schools of Greek rocks traveled a great distance away and took in his full breadth. We understood his nature. We understood him to be a living being. We understood that he was more than our home. He was our friend and our responsibility. And so the era of Ancient Oneism began. Now we protect him from metal vessels. We pay attention to his diet. We groom and mind his glossy coat. Sometimes we launch a toy for him to chase. Okay, dann noch was anderes. But we only like singing about the Ancient One. Oh, was wisst ihr über die Scribe? That is the name the largest metal vessels use for themselves. There is history between the Scribe and the Ancient One. Scars from their weapons mar his hide. But the scars are old, long before our song began. As long as we have known, the Scribe have avoided us. Okay, bekämpft also die Scribe nicht? No. The welfare of the Ancient One is all that matters. They do not harry him, so we do nothing to anger them. Haben andere Aliens den Alten angegriffen? On occasion. Pentheus attacked the Ancient One without remorse. They are evil, and we hate them. It is a simple relationship. Then there's the Mekmak. The Mekmak have not attacked the Ancient One without remorse. They have merely irritated him without remorse. Wo finden wir diese Typen? Don't know. They're not here right now, and that's all that matters. Okay, und wie irritierten die Mekmak den Alten? They have stolen the Ancient One's egg. So he is now trying to get it back. By eating their homes. Isn't nature wonderful? Okay, deswegen sind die Mekmak auch von dieser Heimatwelt hier weggegangen, weil der Alter gerade hier ist und ihre Welt frisst. It is an egg laid by the Ancient One. Is this too complicated for you, Metal Vessel?
Within the next turning of this galaxy's great spiral arms, a new Ancient One will emerge from it. Until then, the Ancient One must protect it from harm. This is why he pursues the Makeback. He will continue devouring their worlds until they return it. Okay. We are surprised you understand, Metal Vessel. Und warum haben die Makemak das Ei genommen? I do not know. Even for Metal Vessels, the Makemak are full of deceit. When they finished their crime and flew away, we sang a call, begging for an explanation. They did not sing a response. All we heard was cackling. Die haben sie wahrscheinlich einfach nicht verstanden. We are not concerned. The egg would be invulnerable to their simple weapons. But the Ancient One doesn't know that, and we will not tell him. Okay, kannst du die Alten aufhalten? We cannot, and we will not. The planets the Makemak settle on have very nutritious atmospheres. So it does the Ancient One much good when he devours their homes. Also, we don't like them very much. So, a few reasons. Vielleicht könnte man den Makemak helfen, indem er ihnen das Ei wieder wegnehmen und den Alten geben. Dann hätten wir zwei Klappen mit einer Fliege geschlagen. Die Makemak vielleicht, dass sie wieder ihre Heimatwelt besiedeln können. Und die Dings, weil sie das Ei wieder haben. Vielleicht. Good. This is not a topic we enjoy singing about. Was wisst ihr über die Scryfe? Erzählt uns von anderen Aliens. Hat man da noch was? Ancient One without, they are evil. Then they're the Makemak. They have merely irritated him without remorse. Irritieren die Makemak? Ja, okay. Das war's. Alten, Scryfe und erzähle, ja, das war's. Is there anything else, Metal Vessel? You must leave soon. Erzählt uns von euch. Versuchen nach Verbündeten im Kampf gegen die Scryfe. Do not care about this. No, not to approach the Ancient One. Nothing else matters. Aber die Scryfe töten uns. Wir brauchen deine Hilfe. Gibt es ein einfaches Problem, das wir lösen können, um eure ewige Freundschaft zu verdienen? The only undying friendship we will ever feel is to the Ancient One. Are you an Ancient One? Nein. Then we will not be your undying friends. We do not care. The Scryfe, nothing else matters. Und wenn wir... Are you an Ancient One? Lie, Metal Vessel. Ja, okay. Nothing else matters. If the Scryfe are killing you, then they are not killing the Ancient One. Okay, that's a good system. Da kommen wir zu nix hier. Be gone, Metal Vessel. Immerhin, sie greifen uns nicht an. Und das ist doch auch schon mal gar nicht mal so schlecht. Ziele. Makemak, Molding, Tendress, das ist alles dasselbe. Ne. Kontakt zur Finti Heimatwelt. Die ist, glaube ich, neu dazugekommen. Die Finti kennen wir noch nicht. Wir können bei den Messers mal nach den, Krikoks. Entschuldigung. Drüber reden. Vielleicht auch über die Finti. So, find einen Weg, um den Konflikt der Krikoks mit dem Makemak zu lösen. Ja. Das sollten wir auf jeden Fall machen. Moment, Sektorencutter. So, jetzt schauen wir mal. Alpha. Dria B war das. Da hinten ist es. Was war Quest nochmal? Grün? Ne, grün war Dings. Das hier. Das hier? Ich weiß nicht. Egal. Söldnerboss. Also Alpha Dria B war das, wo wir hin müssten. Außerdem müssten wir noch nach Pi. Ja. P3 Orionis. Genau. Genau. So. Das ist hier und es liegt auch genau in dem Makemak-Gebiet. Das heißt, das passt eigentlich ganz gut, so wie es sein soll. Ah ja, und diese eine Welt mit den Dings. Ja, das wird weiterhin angezeigt. Alles klar.
Dann wissen wir, was wir jetzt machen müssen. Wir könnten nochmal zurückfliegen, nochmal Informationen holen. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Und wir könnten zu dem Mac-Mac fliegen, um diesen Konflikt vielleicht zu lösen und da weiterzukommen. Oder wir fliegen erstmal zu den Maulings. Nach da würde ich erstmal jetzt noch nicht gehen. Das machen wir vielleicht, wenn wir das gemacht haben. Das machen wir bald. Wäre aber auch interessant, das vielleicht zuerst zu machen. Weil dann verfolgen die uns vielleicht nicht mehr. Wobei, es hört sich eigentlich an, als ob es eine Falle wäre. Naja, gut. Überlegen wir uns mal, was wir beim nächsten Mal machen. Also, wir könnten runterfliegen zur Mac-Mac-Welt. Wir könnten uns Informationen holen, hier. Bei Delta Domus, bei den Meshards. Oder wir gehen zu denen hier. Das sind die drei Sachen, wo ich, denke ich, als nächstes mache. Die neue Rasse, die Maulings, die würde ich vielleicht erst später machen, wenn das ganze Ding geklärt ist, denke ich mal. Gut, dann sei mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Tschüss!